Exo. Hallo Welt, was geht ab? Da melde ich mich zurück und wir schauen mal, ob wir gleich in den Besitz eines neuen Frachters kommen oder nicht. Optisch würde ich es mir sehr wünschen. Auch wenn natürlich die Gefahr noch besteht, dass sich zumindest die Färbung ändern könnte. Aus welchen Gründen auch immer. Aber erstmal gucken. So, das sind schon mal Vikeen. Das ist ganz netten Reisenden haben wir jetzt hier leider nicht am Start. Das wäre dann nochmal so der I-Punkt. Aber sollte es ein guter Frachter sein, möchte ich mich trotzdem nicht beschweren. So, erstmal nehmen wir die natürlich an. Schade. Schade, schade, schade. Aber das ist nix. Optisch ist er aber echt richtig, richtig schick, ey. Na gut, hier haben wir sogar mit der Anordnung von den Slots hier viel, viel mehr Glück, weil wir direkt die Synergien dann nutzen können. Gibt's hier überhaupt Synergien? Sieht gerade gar nicht so aus. Aber vielleicht wird's auch hier noch nicht angezeigt. Aber hier hätten wir ein Problem, wenn wir hier den Einsatz setzen und da den Zweier, dann ne, springt die Synergie nicht rüber. Auch ziemlich abgefahren, dass der hier nur einen Wert von 200, der aktuell 283 Millionen hat. Und der hier, der ja wesentlich schlechter ist im Gegensatz zu denen, ist immer noch 256 Millionen wert. Das verstehe ich nicht so ganz, wie das zustande kommt. Ja, hier haben wir die Synergien. Ja, okay, schade. Da ist natürlich unser aktueller Frachter wesentlich besser. Aber optisch ist das hier schon so ein Frachter, den könnte ich mir dann so langfristig tatsächlich vorstellen. Als begleitendes Schiff. Aber mal schauen, vielleicht tut sich ja mit Next irgendwie was und da kommen noch ganz coole andere Sachen rein. Gefühlt machen wir Geek-Quests am häufigsten. Geek-Hefts am häufigsten. Können wir auch gleich nochmal wieder schauen, was da unser Ruf so für Fortschritte gemacht hat. Aber erstmal nehmen wir jetzt hier noch an. Kryogenkammer für fortgeschrittene Wächter. Planetare Verarbeitungsanlage überfallen. Wir machen das mal aufgrund der Wächterquests, die sich mittlerweile angesammelt haben. Beschädigten Gegenstand. Da gucken wir einfach mal, ob wir die zusammen erledigen können. Ach, und noch einer. Krass. Ja, mal schauen. Es wäre natürlich cool, wenn wir alle drei in einen Wisch machen können, aber ich bezweifle es. Gegenstand abliefern. Die Belohnungen sind halt alle eher nicht so. Ach so, und das ist ja nochmal planetares Depot überfallen. Krass. Naja, selbst wenn wir zu zwei Depots oder drei oder vielleicht sogar vier müssen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dann können wir es immer noch positiv sehen, weil wir dadurch die Wächterquests dann mit Sicherheit erledigen sollen. Bei der einen müssen wir irgendwie acht Wächter killen. Da brauchen wir auch die Kleinen, die Hunde und Walker 10 ja nicht dazu. So, dann mal eben gucken, ob es einen Reisenden gibt. Shop checken und ein paar Sachen aus dem Inventar verkaufen, damit wir da Platz bekommen. Hm.
So. Ja, dann sieht es hier schon wesentlich besser aus. Hatten wir jetzt eigentlich... Ja, hatten wir. Den angereicherten Kohlenstoff umgewandelt, aufgrund des Kohlenstoffs, der ja noch gefehlt hatte, aber das hatten wir gemacht. So, mal hier kurz schauen. Okay, das sieht eher unspektakulär aus. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, das waren viele Einsatztechnologien, ne? 2-2-1-2-2-2-2-1-1-1. Na gut, okay, vielleicht doch etwas mehr Zweier sogar, aber jetzt ist nicht so überragend. Ob man vielleicht auch anhand der Wirtschaftsindikatoren in etwa ableiten kann, was für Technologien hier rausspringen oder welche Qualität, also nicht was für welche, aber ob die Wahrscheinlichkeit hier zum Beispiel eine Theta-Technologie zu bekommen größer ist, weil das System irgendwie Prädikat wirtschaftlich stark hat beispielsweise, was es jetzt nicht gibt, aber ne, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So, wir wollten eigentlich mal kurz gucken jetzt hier, was den Geekruf betrifft. Ach, guck mal an. Fortschritt 9 von 10 Missionen. Das bedeutet, bei der 10, bei der nächsten kommen wir auf die 50 hoch, ne? Und müssten hier landen. Das müssen wir mal beobachten bei der nächsten G-Quest. Ist ja ganz cool. Ich glaube, bei dem anderen hängen wir noch hinterher, ne? Oh, nee. Also im Gegenteil. Ah, okay, Korvax sind noch die schlechtesten. Aber stimmt, das hatte ich, glaube ich, vor kurzem schon mal irgendwie festgestellt, dass die Korvax-Systeme die gefühlt wenigst besuchten sind von uns. Aber es hat sich halt einfach so ergeben. War keine Absicht. Aha. Ja, da können wir ja eigentlich nochmal gleich auch das Multitool rausziehen und ein paar Kreaturen jagen. Also ich weiß, es gibt die Herangehensweise, einen Container zerstören, dann die Wellen an Wächtern killen, dann was auch immer wir jetzt gerade für eine Quest erledigt haben. Ja, dann warten, bis die Aggro weg ist an den nächsten, dann kommen wieder Wächter und so weiter und so fort. Ich glaube, Green Warrior hat mir das mal gesagt. Das funktioniert sicherlich auch, aber da sehe ich jetzt gerade nicht den Bedarf. Wobei es schon schön wäre, wenn vielleicht noch ein Wächter käme. Na gut, dann machen wir das jetzt mal so. Oder auch nicht. Ach los, eigentlich bietet sich's doch gerade an. Das klang gerade so, als hätten wir einen Meilenstein erreicht, aber das kann nicht sein, weil wir haben ja eigentlich alle. Da war es wieder. Also wahrscheinlich gerade einfach nur Musik, die im Hintergrund so klingt wie der Meilenstein. So, das habe ich natürlich nicht mitgezählt. Ich würde zwar behaupten, wir haben die noch nicht erledigt jetzt hier, aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Okay.
Ja, fortgeschrittene Wächter. Da fehlt noch ein Hund, wie es aussieht. Ist hier noch einer intakt? Nee, ne? Die sind alle kaputt, oder? Ja, ich glaube, die sind alle kaputt. Nee, perfekt. Vielleicht reicht das. Ah, schade. Ich glaube, 15 Kreaturen waren's, die wir killen mussten. Oh, da war gerade irgendwas aggressiver. Ich glaube, es war wieder so ein... eins, was einfach nur aggro wird, wenn man es angreift. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Quest, oder? Klang gerade so, die Einblendung hat wieder gefehlt. Na gut, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. 4 von 6. Genau, das haben wir erledigt, ne, und das natürlich noch nicht. Ja, 2 Kreaturen-Scan. Ich meine, hier gibt es 15 Stück. Könnte man eigentlich auch mal die Zeit jetzt investieren und mal zumindest noch die 2 suchen, damit wir die Quest auch abhaken können. Und dann müssen wir mal gucken irgendwie, wie kein Wort für Biss gelernt. Ich glaube, ich verliere mich gerade schon wieder zu sehr in diesen ganzen Queststrudel. Das war eigentlich so nicht geplant. Eigentlich wollten wir wirklich gezielt vorgehen, nur noch die Quest machen, wo dann die Belohnungen auch gut sind. Aber Naja, das mit dem planetaren Überfall, jetzt hier Depotüberfall, das hätte man sich, glaube ich, fast sparen können. Wir haben es halt einfach gemacht, weil es die 4-mal gab. Komm, lässt sich natürlich sehr schön erledigen. Ah, der könnte sogar vielleicht aggro sein. Boah, Alter, der ist etwas schnell unterwegs, der Gute. Okay, ich glaube, wir müssen ihn killen. Ah. Und? Fünf von 12. Ach so, das sind die toten Wächter, ne? Das sind ja keine Tiere. Shit, ey. Da bin ich auch schon geraume Zeit nicht mehr drauf reingefallen, aber jetzt war es einfach zu krass, weil da 4 Stück nebeneinander waren. Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass nachts die Kreaturen schlechter spawnen als tagsüber. Aber keine Ahnung, was da dran ist. Es kann tatsächlich sein, dass das Jäger waren. Ziemlich cool. Ich hatte es gehofft. So, und es fehlt noch eine Kreatur zum Scannen. Schade. Na, die werden wir jetzt hier wahrscheinlich nur schlecht finden. Also entweder wir fliegen einfach mal ein Stück und setzen uns nochmal woanders ab. Oder wir nehmen es erstmal einfach so hin und machen die Quest irgendwo anders. Ich meine, wirklich eilt die Quest ja nicht. Ja.
Mal kurz gucken, ob sich vielleicht jetzt irgendwas noch getan hat und gespawnt ist. Nope. Ah, da ist noch ein Wissensstein. Na gut, okay. Ich hatte gehofft, vielleicht, dass nochmal irgendwas Fliegendes sich blicken lässt oder so. Gut, ja, wirklich aufregend ist das System jetzt hier nicht unbedingt. Achso, ich wollte mal nach den Wirtschaftsindikator gucken. Florierend. Versand. Okay, davon kann ich jetzt, was zumindest die Technologien angeht, nur schwer was ableiten. Haben wir wirklich jegliche Depot-Quest erledigt? Ach, okay, das ist wieder das. Das wird tatsächlich falsch in dem Questlog bei dem NPC immer angezeigt. Das ist das Problem. Also da stand, glaube ich, viermal planetares Depot befallen und jetzt steht hier aber Industriegeheimnisse beschaffen. Und das steht aber hin und wieder auch mal in diesem Questlog. Auch leicht buggy, wie es scheint. Naja gut, okay, besser als in der Basis zu landen, würde ich gerade sagen. Okay. Naja, solange wir das da wieder rausbekommen, ist alles tutti. Ach, natürlich, natürlich. So, hängt das jetzt eigentlich dann, das müssen wir uns gleich nochmal angucken, inwiefern das Schiff jetzt hier wirklich drin hängt. Auf diesen Raum eigentlich sehen. Aber vorher ärgern wir uns nochmal mit den Walker rum. Na, schade. Scheiße. Das ist nicht gut. So, Schild ist unten. Erster Walker down. Zweiter auch. Bleiben nur noch die Hundis. Okay, das sollte es gewesen sein. Mehr Schaden einstecken müssen als geplant, aber naja. Gar nicht, wie das jetzt hier schon wieder zustande kommt mit diesen, na gut, das Puckenium natürlich müllt einiges wieder zu. Und hier den Klecksemerie, den können wir auch weghauen. Das kann stacken.
Und wir haben schon wieder Zink ohne Ende. Naja, gut. Ah, noch eine dimensionale Matrix. Ne, noch nicht. So, also das Schiff müsste eigentlich... Ach, hier. Gar nicht gesehen. Das ist doch mal schön. Ach, wir können direkt auch darin einsteigen. Perfekt. Ich wollte eigentlich an das Nanit an der Wand. Moment, da müssen wir mal einen Screenshot davon machen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Das ist jetzt quasi unsere Garage. Kommen wir hier ran? Ja. Ein Träumchen. So. Von außen auch nochmal. Na, wobei, wir können abkürzen, indem wir uns reinsetzen und wieder rausgehen. So. Das soll reichen für dokumentarische Zwecke. Das haben wir gehabt. Das auch, das auch. Ah. Das. Okay, das ist klar. Das haben wir erledigt. Ah. Gut. Das sieht doch ziemlich solide aus, würde ich sagen. Okay, dann heb ich schon mal ab und bringe uns in die Raumstation. Und dann geht's dort in der nächsten Episode weiter. Bis dahin. Kenne deine Pixel.